Deutschland ist heute stolz auf sein Wirtschaftswunder. Es ist auch stolz, die Heimat Goethes und Beethovens zu sein. Aber Deutschland ist auch das Land Hitlers, Eichmanns und ihrer vielen Spießgesellen und Mitläufer. Wie aber der Tag aus Tag und Nacht besteht, hat auch die Geschichte eines jeden Volkes ihre Licht- und Schattenseiten. Ich glaube, dass die junge Generation in Deutschland bereit ist, die ganze Geschichte, die ganze Wahrheit zu erfahren, die zu bewältigen, ihren Eltern allerdings mitunter schwerfällt. Wir bemühen uns in Deutschland um diese Wahrheit in den Gerichtssälen und in den Schulen. Eine zentrale Stelle bereitet die Strafverfahren vor, auch gegen die Täter, die sich noch verborgen halten. Ich weiß, man wirft uns mitunter im Ausland vor, wir hätten kostbare Zeit versäumt. Mag sein. Es ist aber, wie ich glaube, noch nicht so spät, wenn wir heute, nachdem wir in Deutschland zeitlichen Abstand gewonnen haben, ernsthaft nach den Tatsachen, ernsthaft nach den Gründen fragen, die zu der moralischen Katastrophe in den Jahren 33 bis 45 führten. Und wenn wir Deutsche damit wirklich Gerichtstag halten, nicht nur über Eichmann und seinesgleichen, sondern über uns selbst und unsere Geschichte, die nationale Geschichte und die Geschichte unseres eigenen privaten Lebens. Ich glaube, es gibt einiges dabei zu lernen. In alten Zeiten waren die Deutschen keineswegs zu blindem Gehorsam gegen ihre Herrscher bereit. In den Rechtsbüchern des Mittelalters lesen wir noch den kernigen Satz, dass jedermann in deutschen Landen seinem Kaiser und König, wenn er Unrecht tut, Widerstand leisten solle. Später haben sich viele, allzu viele, mit dem Satz abgefunden, Befehl sei Befehl. Für Deutsche, glaube ich, müssen wieder lernen, dass wir, wie es so schön in der Bibel heißt, Gott mehr gehorchen müssen als den Menschen. Ich glaube auch, dass wir in unserer deutschen Geschichte uns oft ein falsches Bild von Stärke und Größe gemacht haben. Allzu oft haben wir Stärke mit Gewalt, mit Macht, Härte und manchmal auch mit Brutalität verwechselt. Während, wie ich glaube, wahrhafte Stärke vor allem Duldung und Toleranz bedeutet, Duldung und Toleranz gegenüber allem, was Menschenantlitz trägt. Leben und leben lassen hat nichts mit Schwäche und nichts mit Humanitätsduselei zu tun. Ein großer Dichter Deutschlands hat einmal seinen Mitmenschen und Mitbürgern in Deutschland ins Stammbuch geschrieben. Handwerker sehe ich, aber keine Menschen. Denker sehe ich, aber keine Menschen. Priester sehe ich, aber keine Menschen. Herren und Untertanen, aber keine Menschen. Mit dem Dichter rufen die Opfer der furchtbaren Jahre 1933 bis 1945. Seid nicht nur Handwerker, nicht nur Herren und
Untertanen, seid Menschen, Menschen, Menschen. Als der Krieg zu Ende ging, Stalingrad war für uns das Symbol des Endes des Krieges, traten die politischen Immigranten in Stockholm, wo ich war, zu Arbeitsgemeinschaften zusammen, die täglich, nächtlich arbeiteten. Wir beschäftigten uns mit dem neuen Deutschland. Deutschland war zertrümmert. Wir träumten von einem neu aufgebauten Deutschland. Und als der Krieg zu Ende war, war es eine logische Konsequenz, das, was wir in unserem Idealismus und vielleicht allzu großen Optimismus erträumt hatten, in die Wirklichkeit umzusetzen und mitzuhelfen, das andere Deutschland zu schaffen. Und das war der Grund, warum ich auch zurückgekehrt bin. Ich bin zurückgekehrt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht bereut. Ich glaube, hier besteht eine Aufgabe und ich hoffe, dass der Versuch, die Aufgabe zu lösen, denn sie ist noch nicht gelöst, ich hoffe, dass es gelingt, einen kleinen Schritt zu machen und junge Menschen mitzureisen, ein neues Deutschland zu schaffen, ein Deutschland von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, der Solidarität und des Friedens mit den Völkern. Herr Dr. Bauer, Sie haben ein sehr bewegtes Leben gehabt und es liegt nahe, gerade Sie über die Dinge der jüngsten Vergangenheit und auch Gegenwart auszufragen. Trotzdem, was ist von Ihrer allerfrühesten Jugend in Ihrer Erinnerung hängen geblieben? Ja, ich glaube, mich erinnern zu können an die Zeit, da meine Schwester geboren wurde. Ich glaube, dass ich das früheste Erlebnis, das ich gehabt habe, das ich jedenfalls datieren kann. Als ich 2 Jahre und etwa 9 Monate war, war ich bei meinen Großeltern in Tübingen, wo meine Mutter geboren war und gelebt hatte. Und ich erinnere mich noch ganz deutlich, wie eines Abends meine Oma zu mir sagte: Fritz, jetzt gehen wir auf den Marktplatz in Tübingen, nimm in der Speisekammer ein Stück Zucker und lege es auf den Brunnen am Markt. Ich, gespannt wie ich war, legte den Zucker auf den Brunnen an den wunderbaren Marktplatz in Tübingen und am nächsten Morgen war meine Schwester da. Ich möchte also annehmen, es war alles wohl inszeniert. Meine Schwester war bereits eingetroffen. Der Zucker wurde entsprechend gelegt, denn es wurde mir auch ein Schwesterchen prophezeit. Das war mit 2 Jahren und 9 Monaten. An die späteren Dinge erinnere ich mich eigentlich kaum mehr. Es ist erstaunlich genug, dass die Geburt einer Schwester einen so tiefen Eindruck gemacht hat. Nicht so sehr die Tatsache der Schwester, sondern die Tatsache des Zugers und des Storches. Und der 2,5 Jahre, würde ich auch sagen, die ja, Sie damals sehen. Jedenfalls, das kann ich genau datieren. Und dann erinnere ich mich erst wieder, als ich in der Schule war, wenn die Familie mit ihren Kindern in die Sommerfrische ging. Die Sommerfrischen haben einen tiefen Eindruck gemacht. Und eigentlich ein Erlebnis, das man wahrscheinlich psychologisch als eine Art Urerlebnis bezeichnen könnte und an das ich mich heute immer wieder erinnere. Und das war nach dem ersten Schuljahr. Meine Eltern waren mit meiner Schwester und mir nach Baden-Baden gegangen, in ein Hotel außerhalb der Stadt. Und damals bekam ich den elterlichen Befehl, ein Tagebuch zu führen. Ich erinnere mich noch an das Klassenheft. Es war umgeben mit einem schreienden blauen Einband. Und der kleine Junge, der gerade 1 Jahr in der Schule war, musste jeden Nachmittag nach dem Mittagessen das Tagebuch führen. Es enthielt so geistvolle Bemerkungen. Margot und ich gingen spazieren. Wir pflückten Gänseblümchen. Sie waren sehr schön. Wir stellten sie in die Vase. Und ähnliche schicksalswichtige Dinge. Aber dann erinnere ich mich, dass ich einmal aus der Laube heraus, die im Hotel war, mit meinem Tagebuch in der Hand,
zu meiner Mutter ging. Ich war vor ganz kurzem wiederum in Baden-Baden und habe genau den Platz gesucht und ihn wiedergefunden. Ich kenne genau den Quadratmeter, wo meine Mutter saß. Ich ging zu ihr und ich sagte ihr, Mutti, was ist eigentlich Gott? Das war die Frage, die den 6,5, 6,75-Jährigen beschäftigt hat. Und ich weiß ganz genau, und ich sehe es deutlich vor meinen Augen, wie meine Mutter zu mir gesagt hat, das kann ich dir nicht sagen, vielleicht kann ich es dir nie sagen, aber es gibt einen Satz und den merke dir und der gibt dir die Antwort fürs ganze Leben. Und ich habe den Satz eigentlich auch nie vergessen. Er lautete, was du nicht willst und das man dir tut, und das füge auch keinem anderen zu. Wenn ich also rückblicke, dann muss ich sagen, dieses Erlebnis, das also wirklich ganz inselhaft aus meinen früheren Erinnerungen auftaucht. Und dieses Wort hat sich so tief in mir eingeprägt, dass es eigentlich zur Richtschnur meines Lebens geworden ist. Später meine berufliche Tätigkeit beeinflusst hat. Sicherlich auch das, was ich politisch tat, sicherlich das, was ich heute denke und zu tun versuche. Herr Dr. Bauer, Sie kommen, wenn ich es recht verstehe und höre, aus einer stockschwäbischen Familie. Wie wurden Sie erzogen? Ging es sehr konservativ bei Ihnen zu? Die Familie war brav und bürgerlich, mittelbürgerlich, wie man heute soziologisch sagen würde. Die Erziehung war eigentlich ziemlich streng, so wie wir heute die Maßstäbe anlegen. Ich glaube, dass David Riesemann in seinem Buch Die einsame Masse am deutlichsten wiedergegeben hat, wie eigentlich die Erziehung zu Beginn dieses Jahrhunderts gewesen ist. Es sind die Gedankengänge, wie sie David Riesemann zum Ausdruck bringt. Man hat an den Kompass im eigenen Menschen appelliert. Meine Mama und meine Papa hatten dann gelehrt, du musst immer selber wissen, was richtig ist. Man appellierte eigentlich stillschweigend immer an den kategorischen Imperativ von Kant. Niemand hat sich viel darum gekümmert, wie eigentlich ein junger Mensch mit den Problemen fertig wurde. Man war eigentlich auf sich allein gestellt. Es war schon deswegen eigentlich eine ziemlich harte Erziehung. Sie war sicherlich in vielen Dingen besser als die heutige, im Sinn von David Riesemann, wo wir konformistisch erzogen werden, wo es heißt, tue genau das, was die anderen machen. Folge der Mode, folge den großen Strömungen in der Welt, folge dem, was Riesemann die Peer Group nennt. Aber man appellierte eigentlich an die Eigenverantwortlichkeit des jungen Menschen. Und wenn ich rückblickend sage, dass ich im Grunde genommen eine gigantische Aufgabe, die eigentlich den jungen Menschen zugemutet wurde und die sie schwerlich meistern konnten. Erinnern Sie sich an den Ersten Weltkrieg? Ja, erinnere ich mich ziemlich deutlich. Damals war ich 11 Jahre und da kann ich also wirklich eine nette Geschichte erzählen, die wirklich kennzeichnend ist, wahrscheinlich kennzeichnend für weiteste Teile des deutschen Bürgertums, für ihre ungewöhnlichen und heute fast unglaubhaften Fortschrittsoptimismus. Die Familie Bauer hatte beschlossen, im Jahre 1914, wahrscheinlich 1-2 Monate vorher, Ende Juli, reist die Familie nach Belgien, nämlich nach Blankenberge. Hotel war bestellt. Vater, Mutter, ich selber war 11 Jahre, meine Schwester 8 Jahre. Man hatte es beschlossen und der Beschluss wurde durchgeführt. Wenn ich heute rückwärts blicke, dann muss ich mir sagen, in der Zwischenzeit war der Mord in Sarajevo geschehen. Es zogen die schwärzesten Wolken am Himmel auf. Die Presse muss gefüllt gewesen sein von Kriegsangst. Meine Eltern pflegten sicherlich auch Zeitungen zu lesen, in aller Regel sogar die Frankfurter. Aber all das hat die Familie Bauer nicht bewegt. Ich erinnere mich noch, wie mein Vater sagte, im 20. Jahrhundert gibt es keinen Krieg, das ist ganz unmöglich. Wir sind fortgeschrittene Menschen, Krieg ist ausgeschlossen. Also packte die Familie 4, 5 riesige Rohrblattkoffer, füllte die gesamte Habe in die Rohrblattkoffer und reiste mit den Rohrblattkoffer gen Blankenberge. Wir sind wahrscheinlich in Blankenberge so am 27., 28. Juli eingetroffen. Die Presse muss voll gewesen sein der Befürchtung. Aber die Familie Bauer war gewiss nicht die Einzige, die nach Blankenberge und durch Ende reiste.
Meine Mutter, daran erinnere ich mich noch, träumte von der Stände, weil damals der Tango aufkam und meine Mutter unter allen Umständen den Tango sehen wollte. Wir reisen deswegen auch nach Ostende, dieweil meine Mutter sich in einem changierenden Gleit dem Tango widmete, sammelte meine Schwester und ich Seesterne am Strand von Ostende. Die spielen jetzt gleich eine gewisse Rolle. Es waren keine toten Seesterne, sondern lebendige, quallenartige Dinge, fleischig und nass und salzig und mit viel Sand. Wie wir von der Stände nach Hause kamen, nämlich nach Blankenberge in das große Hotel und das riesige Hotel an der berühmten Table d'Hôte saß, als feierten sämtliche Touristen Hochzeit, verließ plötzlich mein Papa den Tisch, die Männer stürzten in der Mitte zusammen und scharten sich um ein Stück Papier, das rot war. Mein Papa kam zurück und sagte, es ist Krieg. Jähes Entsetzen, ein Zug fährt morgen von Ostende und Blankenberge noch nach Deutschland zurück. Und wir fuhren also am nächsten Tag zurück. Die Familie war außer sich. Die gesamte Berechnung, die gesamte Einschätzung des 20. Jahrhunderts war plötzlich in die Brüche gegangen. Krieg. Wir fuhren also an die Grenze und die ganze Härte des Ersten Weltkriegs zeigte sich darin zum Entsetzen sämtlicher Deutschen, dass sie an der Grenze 50 Meter gehen mussten. Ich erinnere mich noch, wie der ganze Zug jammerte und seufzte. Die Gleise waren nämlich 50 Meter aufgebrochen. Und so begann für mich, den Elfjährigen, der Erste Weltkrieg. Als wir zu Hause waren, hatten wir natürlich keine Koffer und ich muss also das mehr oder minder grotesk-komische Nachspiel anführen. Auch hier bewährte sich der Optimismus meines Vaters und meiner Mutter. Die riesigen Koffer lagen natürlich in Blankenberge, aber die Familie Bauer war überzeugt, dass es der deutschen Kriegsmacht gelingen werde, sehr schnell Belgien zu erobern. Und eigentlich war die Eroberung Belgiens der Versuch der Eroberung unserer Koffer. Die Zurückbringung in der 4 oder 5 riesigen Rohrplattenkoffer der Familie Bauer. Niemand zweifelte, dass es unseren Feldgrauen gelingen werde, die Koffer zu erobern. Und wie ging die Geschichte dann aus? Der Glaube der Bauers an die Eroberung von Brösel, von Antwerpen und so weiter, insbesondere auch der Glaube an die Eroberung unserer Koffer, wurde nicht enttäuscht. Ich möchte annehmen, im Oktober oder November traf die Nachricht der Deutschen Reichsbahn ein. Die Koffer sind in Stuttgart eingetroffen. Die Familie hatte an der Dinge, die da kommen, man freute sich. Als die Koffer durch den Spediteur gebracht wurden, roch die Familie auf 50 bis 100 Meter, dass irgendetwas mit dem Krieg nicht ganz in Ordnung war. Und bei Öffnen der 4 oder 5 Rohrplattenkoffer erwies sich, dass die Seesterne meiner Schwester und von mir in der Zwischenzeit in Verwesung übergegangen waren und sämtliche Kleider, Hemden etc. pp. Zunichte gemacht haben. Grund genommen ein deutliches Beispiel dafür, dass jeder militärische Sieg auch seine Schattenseiten hat und nicht das bringt, was man sich versprach. In der Tat. Sagen Sie, Herr Dr. Bauer, sind Sie als Kind, wie das doch früher üblich war, dazu gezwungen worden, ein Musikinstrument zu erlernen? Ganz sicher. Sowohl meine Schwester als auch ich. Wir wurden zunächst geschickt zur Fräulein Heimberger und übten Czerny die Schule der Geläufigkeit. Nach wenigen Augenblicken, wenigen Stunden war ich schon böse. Ich war wahrscheinlich 9 oder 10 Jahre. Besagte Dame hatte die Unverschämtheit besessen, einen Mann, nämlich mich, zu prügeln. Sie schlug nämlich den Takt auf meinem Arm. Und ich hatte das Gefühl, das sei meiner unwürdig. Nach einiger Zeit hatte ich auch Czerny und ähnliche Dinge satt. Und ich stürzte mich, was ich zu Hause bei meinem Vater fand, auf die Ouvertüre zum Rheingold. Und da gab es jedenfalls ganz unten am Klavier, soweit meine Händchen reichten, tiefe und dunkle Töne und das Rauschen des Rheins und die ganze Schönheit des Rheingolds. Hier erging ich und ergetzte mich und ich hatte das Gefühl, hier in die tiefsten Tiefen deutscher Musik eingedrungen zu sein. Wann begannen Sie, sich für Politik zu interessieren? Während des Kriegs war ich in unserer Schule und ich war sicherlich einer jener nationalen jungen Männer, ganz genauso wie es damals im Zuge der Zeit lag. Während des Kriegs hatte ich einmal Scharlach und ich war todunglücklich, dass ich, es muss im Jahr 14 gewesen sein, dass ich wegen des Scharlachs nicht imstande war, die schwarz-weiß-roten Fähnchen auf den Riesenkarten, die ich in meinem Zimmer aufgehängt hatte, vorwärts zu rücken.
Zunächst war es die Schuld von Scharlach, später leider Gottes auch die Schuld von der Manneschlacht, die verloren ging. Aber ich war während des Kriegs etwa bis zum Jahr 1918 überzeugt, national, genauso wie es das Gymnasium verlangte. Nicht nur bei mir, sondern bei einer Reihe von Kameraden wurde dieser Glaube etwa im Oktober oder November, Anfang November erschüttert. Wir hatten alldeutsche Lehrer und ich erinnere mich für meine Person ganz deutlich. Und der Lehrer war zugleich Nachhilfslehrer bei einer meiner Mitschüler. Er hieß Konstantin von Neurath und sein Vater wurde später Außenminister. Er war damals Kabinettschef des Königs. Mein Schulkamerad Konstantin von Neurath war so begabt, dass er sogar in Geografie Nachhilfsunterricht benötigte. Weswegen unser altdeutscher Lehrer bei dem Kabinettschef des Königs ein- und ausging und seinen Geografieunterricht mit den Worten begann, wie ich von zuverlässiger Quelle weiß. So wusste er von zuverlässiger Quelle etwa in Oktober oder Anfang November 1918, als sicherlich der Krieg längst verloren war und wir Afrika behandelten, dass es dringend notwendig sei, eine Brücke zwischen Deutsch-Ostafrika und Deutsch-Südwestafrika zu besitzen, also den ganzen belgischen Kongo zu erobern. Und ich erinnere mich noch, wie er mit einer großen Geste Afrika in die Tasche des deutschen Heeres oder des deutschen Reiches steckte. Und da wurde ich skeptisch. Einige Tage später kam der 9. November und der Zusammenbruch des Kaiserreichs. Er begab sich damals auf den Katheder und deklamierte die Worte aus Wilhelm Tell: Ein Sprung von dieser Brücke macht mich frei. Ich selber war damals immerhin bereits 15 Jahre und wartete mindestens darauf, dass er vom Katheder sprang. Er sprang aber nicht vom Katheder. In den Neckar vielleicht? Er sprang überhaupt nicht. Ich muss ganz einfach sagen, damals brach etwas in mir. Damals sah ich den Unterschied zwischen Wort und der wirklichen Tat. Und dann kam die Revolution. Die Revolution habe ich selber erleben wollen. Ich erinnere mich, wie ich zu meinem Vater am 9. oder 10. November 1918 sagte: Und nun muss ich einmal sehen, wie man Revolution macht. Wir begaben uns in Stuttgart vom Herdwerk herunter in die Stadt auf die Königstraße. Ich wollte unter allen Umständen sehen, wie das Nachspiel der französischen Revolution sich in Stuttgart abspielte. Leider Gottes geschah überhaupt nichts. Wir gingen auf und ab. In weitester Ferne ertönte ein Schuss. Ich war tief unglücklich, dass die deutsche Revolution wie üblich im Saale stattfand. Am Tag später begab ich mich mit einem Schulkameraden erneut in die Stadt in der Erwartung, nun endlich einmal den großen Zusammenstoß der Ideologien zu erleben. Das Einzige, was wir sahen, in Stuttgart sahen, war, dass an irgendeinem goldenen Kaiser oder König Wilhelm, genauer gesagt am Schwanze des Pferdes, ein rotes Taschentuch hing. Einen tieferen Eindruck hatte ich jedenfalls von der Revolution vom 9. November 1918 nicht. Wann wurden Sie zum Sozialisten, Herr Dr. Bauer? Sehr schnell. Einer unserer Lehrer war damals Sozialdemokrat oder er bekannte sich jetzt zur Sozialdemokratie. Es war ein Philosophielehrer, er wurde auch Kultusminister. Er hat nicht nur philosophisch, sondern auch dann politisch einen Einfluss auf mich ausgeübt. Ich fragte mich, warum ist dieser Mann, der ein erhebliches Wissen besaß, der mich tief beeinflusst hat im philosophischen Denken, warum ist dieser Mann Sozialist? Der Gedanke bohrte in mir, ich begann zu lesen, begann die Revolutionsliteratur zu lesen, es kam Toller und ähnliche Expressionisten mit dem ganzen pazifistischen Schrei. Das waren Dinge, die mich tief erschüttert haben. Ich erinnere mich an die Wandlung von Toller. Ich ging weg, tief erschüttert, weil hier plötzlich eine ganz andere, eine neue Welt sich auftat. Später studierte ich. Ich erlebte in München die Unruhen, die nationalsozialistischen Unruhen, das erste Auftauchen der NSDAP, Hitlers. Ich erinnere mich an die riesigen Plakate in München, knallrot, beispielsweise mit der Unterschrift oder Aufschrift, die jeder lesen konnte, was niemand heute bestreiten sollte: Juden ist der Zutritt verboten. Ich sah die Randau-Aufzüge der Nationalsozialisten und erlebte in München zusammen mit Freunden den Tod Rathenaus. Er kam und wir waren tief erschüttert und wir hatten den Eindruck, dass die Weimarer Demokratie, an der unser Herz hing,
unter Grundrechte wählen, dass sie gefährdet war. Ausdruck dessen und unserer ganzen Erschütterung war, dass wir sofort in die Alpen zogen, uns fragten, was muss nun geschehen? Was können wir eigentlich tun? So kann es nicht weitergehen. Ich erinnere mich, dass wir in einer Hütte in den Bayerischen Alpen oder in den österreichischen Alpen hoch oben einen Brief schrieben, verfassen an Thomas Mann. Wir schrieben nicht an Gerhard Hauptmann, sondern wir schrieben bewusst an Thomas Mann. Wir wussten, Thomas Mann gehörte damals noch oder wurde zugerechnet der deutschen Rechten. Aber wir hatten das Gefühl, ein Mann wie Thomas Mann, den wir über alles liebten und der unsere Jugend bestimmt hat seit den Tagen des Tonio Gröger, dass Thomas Mann nicht schweigen kann und nicht schweigen darf. Und es war einfach unser Gefühl, Thomas Mann wird jetzt auf unserer Seite stehen. Und wir bekamen eine Antwort, ich vergesse sie nie, es war ein Brief von Thomas Mann, geschrieben mit seiner Handschrift und mit Korrekturen in jeder Linie. So ging es bei Thomas Mann zu dieser. Er kämpfte selbst in einem Brief an junge Studenten um jedes Wort. Er hat durchgestrichen, darüber geschrieben, das Überschriebene noch einmal durchgestrichen und wieder korrigiert. Und der Inhalt war, wir hätten Recht, er stünde auf unserer Seite. Wenn wir aber von ihm verlangten, dass er jetzt in München spreche, so sei er überfordert. Er werde aber demnächst sprechen und das war dann seine Rede über die Deutsche Republik. Haben Sie als Kind oder als junger Mann unter Antisemitismus zu leiden gehabt? Das erste mich völlig unerwartet treffende Erlebnis war in der Elementarschule, in der ersten Klasse, als ich also gerade 6 Jahre war. Der Lehrer zeigte eine Federbüchse, ein Federbüchslein, wie er es damals hatte. Er fragte, was ist in diesem Büchslein? Sämtliche Schüler schrien, eine Feder. Das war natürlich falsch. Der Lehrer erklärte nein. Dann sagte er nein, eine Feder ist nicht drin. Was ist drin? Ich meldete mich und sagte Luft. Und das war richtig. Und ich bekam die Feder geschenkt. In der Pause fielen ein Teil meiner Schulkameraden über mich her und verprügelten mich. Und in diesem Zusammenhang rief da ein oder vielleicht waren es mehrere, und deine Eltern oder deine Familie haben Jesus umgebracht. Das hatte ich überhaupt nicht begriffen. Weinend ging ich nach Hause und sehe es meiner Mutter, die mich zu trösten versuchte. Und damals mit 6 Jahren begann ich unter dem zu leiden, was man eigentlich heute Kollektivschuld nennt. Ich verstand es nicht. Und das war ein persönliches Erlebnis, hat übrigens auch dazu geführt, dass ich später eigentlich glaubte, auch im Juristischen das eine oder andere tun zu können. Damals litt ich unter dem Unrecht in der Welt. Selbstverständlich sind solche Erlebnisse einem auch in der Zukunft nicht erspart geblieben. Sie fragen mich nach meiner Jugend, die Schule ging zu Ende. Die Wege trennten sich. In den 20er Jahren gab es bereits Arierparagraphen in den deutschen Verbindungen. Meine Schulkameraden gingen nach Tübingen, um alle Schwierigkeiten zu vermeiden, ging ich nach München und nach Heidelberg. Solche Dinge gab es. Sie waren die Vorläufer des Dritten Reichs und der Erfahrungen im Dritten Reich. Herr Dr. Bauer, Sie waren mit Kurt Schumacher befreundet. Wann und wie lernten Sie sich kennen? Als junger Mensch kam Kurt Schumacher nach Stuttgart. Er leitete die Sozialdemokratische Zeitung. Ich meldete mich bei ihm, etwa gerade im Zusammenhang mit dem, was ich vorhin sagte, in der Ermordung von Walter Rathenau und in dem inneren Drang, irgendetwas zu tun. Er sagte, Akademiker brauchen wir nicht, das heißt, ich bin zwar auch Akademiker, aber Arbeiter wünschen keine Akademiker zu sein. Proleten oder Proletarier, die wünschen unter sich zu sein, aber sie können es ja mal probieren. Und er schickte mich dann in einen Club der Jungsozialisten, die ungeheuer radikal waren, wo ich dann eine Rede hielt und gut ankam, das muss ich sagen. In der Folge, bis zum Jahre 33, war ich dann ständig mit Kurt Schumacher zusammen. Er redete, ich redete an jedem Wochenende, manchmal 3, 4 und 5 Mal. Es galt unter anderem den Kampf für die Weimarer Verfassung und teilweise auch den Kampf gegen die Extreme in der Weimarer Zeit. Kurt Schumacher traf ich dann im Jahre 33 im Konzentrationslager, das war in Heuberg. Ich war bereits Anfang März, unmittelbar nach der Wahl, als Vorsitzender des Reichsbanners verhaftet worden. Kurt Schumacher
kam später. Es war im Juli 1933. Er wurde empfangen von einer SS, die Spalier bildete, die mit Brennnesseln auf ihn einschlug. Er kam dann in mein Zimmer. Der Lagerleiter kam und fragte ihn, wie wir auch sonst gefragt wurden, Schumacher, warum sind Sie hier? Während wir andere alle fei waren und uns in solchen Situationen um Antworten drückten, besaß Kurt Schumacher den Mut, in seiner alten Weise zu sagen, weil ich zur besiegten Partei gehöre. Uns andere lief es kalt in den Rücken herunter. Ich habe den Mut von Kurt Schumacher immer bewundert. Nachdem er das gesagt hatte und wir befreundet waren, ging ich zu ihm und sagte, wie lang dauert noch diese Sauerei? Ich war 3 Monate im Lager und ich gebe ohne weiteres zu, ich zählte die Stunden, wann die Freiheit kam. Er sagte zu mir, ich bleibe hier, bis der Nazismus vorüber ist. Der Nazismus wird vorüber sein, wenn es zu dem Kriege kommt, der unumgänglich ist. Ich rechne mit 10, 11 Jahren, so lange bleibe ich hier. Ich muss sagen, ich habe nie im Leben einen Menschen gefunden, auch jetzt nicht als Jurist, der mit einer solchen Klarheit und einer solchen Härte des Willens sich selber ein Urteil zudiktierte, 10, 11 Jahre. Wenn Kurt Schumacher all diese Dinge überlebt hat, so hing es ganz einfach damit zusammen, dass er von vornherein nicht nur an seine Sache glaubte, sondern ohne Illusionen war und nie desillusioniert werden konnte. Was später in Dachau geschah, war ja immer nur die Bestätigung dessen, was er sich selbst von der ersten Sekunde an selbst zudiktiert hatte. Herr Dr. Bauer, lassen Sie mich ein bisschen zurückgehen. Sie waren mit 26 Jahren, glaube ich, der jüngste Amtsrichter in Deutschland. Und die Strafreform hat Ihnen immer ganz besonders am Herzen gelegen. Was lag damals am meisten im Argen und wie ist es heute? Es ist immer dasselbe. Was damals war, und das ist auch heute noch, ich war, ich muss sagen, kein schlechter Jurist. Ich hatte Freude am juristischen Denken. Aber ich lernte bald, dass rein juristisches Denken, rein logisches Denken am Menschen vorbeigeht. Und das gilt natürlich in allererster Linie für das Strafrecht, dass Menschenbehandlung sein soll und keine logische Operation. Ich litt schon als ganz junger Jurist ungeheuer darüber, dass wir Juristen erzogen waren, einen strafrechtlichen Fall logisch zu behandeln, so wie etwa eine mathematische Aufgabe. Ich sah den Feldmenschen vor mir, ich sah die Zeugen vor mir, die Verletzten, ich sah das menschliche Elend. Und ich hatte den Eindruck, ein Strafrecht muss auf der existenziellen Not der Beteiligten bauen. Und man muss helfen und nicht nur logisch denken. Alles, was ich später gedacht und geschrieben und teilweise vielleicht auch getan habe, das habe ich eigentlich auch schon in den ersten Verhandlungen zu verwirklichen versucht. Damals mit einem 1000-fach größeren Mut, denn ich war sehr jung. Ich erinnere mich an einer der allerersten Fälle, den ich als Staatsanwalt erlebte, während ein Freund Richter war. Es zeigte sich, dass ein junger Mann verurteilt werden musste wegen Diebstahls, der in der Verhandlung sagte, kein Mensch geht jetzt mit mir irgendwie aus, ich habe niemand, ich bin ein Paria. Wir erklärten damals nach Schluss der Verhandlung, was machen Sie am kommenden Sonnabend? Nichts, gut, dann gehen wir mit Ihnen aus. Wir wollten den Makel beseitigen. Es war ungewöhnlich mutig. Wir begaben uns in Stuttgart in das beste Restaurant im Kunstgebäude. Der Sprengbrunnen plätscherte, wir saßen da und beseitigten den sozialen Makel. Und während wir mit dieser rehabilitierenden Aufgabe beschäftigt waren, erschien plötzlich zu unserem großen Entsetzen am Nebentisch der Justizminister des Landes Württemberg. Ähnliche Dinge sind noch mehrfach geschehen. Wir hatten aus den Büchern gelernt, dass Eheschließung ein Mittel gegen Kriminalität sei. Als wir einen mehrfach rückfälligen Dieb hatten, der nicht verheiratet war, rieten wir ihn, sich zu verheiraten. Zu unserem Erstaunen tat er das und lud uns ein. Und wir waren also dann eingeladen, Trauzeugen zu sein und bei der Hochzeit zu sein.
Trauzeugen waren wir zwar nicht, aber bei der Hochzeit waren wir. Wir taten das eigentlich vor uns selber mit gutem Gewissen, aber immer mit einer ungeheuren Angst vor unserem Amtsgerichtspräsidenten, der einmal diese modernen Versuche der Resozialisierung erfahren könnte. All das, was damals eigentlich in Praxis geschehen ist, ist im Grunde genommen ja eigentlich auch die Richtlinie für das, was wir heute mit der Strafrechtsreform wünschen. Nämlich eben den Versuch zu machen, die Gesellschaft zu schützen, indem wir die wirklichen Ursachen der Kriminalität zu beseitigen versuchen. Was würden Sie rückblickend auf Ihre eigene Jugend, der Jugend von heute, auf den Weg geben wollen? Ich möchte nicht sagen, dass das Leben von dem einen oder anderen von uns exemplarisch ist. Ich selber kann eigentlich nur sagen, dass das Bekenntnis zum Recht und auch das persönliche Engagement jedenfalls für mich das Entscheidende schien. Und ich möchte eigentlich wünschen, dass junge Menschen heute vielleicht denselben Traum von Recht besäßen, den ich einmal hatte. Und dass sie das Gefühl haben, dass das Leben einen Sinn hat, wenn man für Freiheit, Recht und Brüderlichkeit eintritt. Das geht nicht, indem man lediglich in der Konsumgesellschaft lebt, sondern ich möchte heiß wünschen, dass andere das vielleicht von jener Generation der Weimarzeit und vielleicht auch aus dem Kampf gegen den Nazismus und auch aus dem Kampf nach 1945 übernehmen, und dass nur der die Freiheit und das Leben erwirbt, der täglich sich dafür einsetzt. Ich glaube, das wäre nach meiner Meinung das, was ich wünschen möchte.